Wir sind ein Strichmännchen und schaffen nicht zu ziehen. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen verbessern, damit aus dem Strichmännchen ein riesenstarker Mann wird. Und das haben wir natürlich gemacht. Wir haben uns Stück für Stück verbessert, haben irgendwann einen riesigen Traktor gezogen und natürlich noch andere kranke und riesige Dinge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert jetzt noch kostenlos, schaut nach dem Video gerne noch bei einem Merch vorbei und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video. Let's go! Freunde, hier zeige ich euch nochmal kurz meinen Merch-Shop. Dort gibt es viele coole Dinge, zum Beispiel den Mini-Vitamine, die Sandex- und Vitamine-Hoodies oder auch ganz normale Alltagsgegenstände. Also wenn du noch nicht weißt, was du dir zu Weihnachten, Geburtstag oder Ostern wünschen sollst, schau gerne mal nach dem Video vorbei. Die Feder ist so schwer, Leute. Und ich schaff es. Oh yeah. Dabei bin ich gerade mein Strichmännchen. Aber es ist Zeit zu trainieren, um kein Strichmännchen mehr sein zu müssen. Kann nicht mehr. Denn Freunde, unsere Aufgabe ist es heute, der stärkste Mensch der Welt zu werden. Und um alle beschützen zu können. Yeah! Dafür müssen wir zum Beispiel ein paar Federn hier rüberziehen. Und bam! Dann kriegen wir natürlich hier diese Power. Okay, wir können auch eine Gummiente ziehen. Eine geht noch. Zwei geht auch noch. Wie wär's mit vier? Okay, es schaffen. Oh mein Gott, Alter. Wir schaffen gerade mal drei. Oh, wir quälen uns so. Und komm, komm, komm. Vitamine C und... Boah. Okay, Freunde, ich glaube, ihr habt verstanden. Denn wir wollen heute ultra stark werden. Aber dafür brauche ich eure Hilfe, Freunde. Denn ihr seht, die sind schon stärker als wir. Die können sogar Toiletten ziehen. Also lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, um mir zu helfen. Aber Freunde, ich würde sagen, wir werden uns erstmal upgraden. Dafür werden wir, zack, wieder ein bisschen trainieren, solange wir zumindest können. So, okay, das reicht jetzt. Wir haben eine Stärke von 16. Wir können 6 Federn nehmen. Dann können wir noch, ja, 3 Enten nehmen. Ich würde sagen, warte mal, okay, da passt noch, oder noch eine Ente. So, 6 Federn und 4 Enten können wir schon tragen. Okay, Leute, es wird langsam nach und nach besser. Schaffen wir auch schon 6 Enten? Und wow, okay, naja. 5 reichen allerdings. Und damit bekommen wir jedes Mal Power, Freunde. Also ich glaube, ihr versteht es. Und 16 Stärke haben wir schon. Wir können uns übrigens auch Haustiere kaufen. Und ich würde sagen, wir kaufen uns einfach nochmal ein bisschen was, oder Leute? Ich würde gerne schon dieses coole Papier haben wollen, nicht nur dieses normale. Und dann können wir zum Beispiel unsere Haustiere equippen. Naja, okay. Leute, ich möchte noch ein bisschen mehr, Leute. Könnt ihr mir vielleicht noch ein paar Haustiere geben? Und dann können wir sogar, wow, eine kombinieren. Okay, wir haben jetzt 2 Haustiere. Mal sehen, machen die so viel aus. Und okay, ich glaube, die geben uns dann nur mehr Geld. Beziehungsweise vielleicht ein bisschen mehr Stärke. Komm, Vitamine, die letzten paar Meter zieh! Und komm, komm, komm und... Oh yeah. Aber trotzdem steht über unseren Namen Baby Noob. Und ehrlich gesagt will ich kein Noob sein. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir noch ein paar Federn und noch ein paar Enten. Und dann wird es mal easy nach drüben gezogen. Und übrigens, um in die nächste Welt zu kommen, müssen wir das hier wegschieben. Aber Leute, es wird lange noch nicht. Okay, ich denke mal, das Workout ist gerade mit einer der wichtigsten Dinge, die wir machen müssen. Und okay, wir sind noch eine Ente zu schwer. Aber jetzt geht es und yeah. Okay, 500 Energy. Und ich würde sagen, komm, wir machen jetzt mal hier, zack, ein bisschen Squats wieder. Okay, ihr seht, nach und nach bekommen wir Stärke. Wir werden auch immer, immer größer dadurch, Leute. Und jetzt sind wir schon einfach bei 27. Und ich bin nicht mehr so ein großer, naja, so ein großer Strichmännchen bin ich jetzt gar nicht mehr. Und mal gucken, ob wir mit 7, zack, oh mein Gott, Alter, wir schaffen wirklich schon. Schaffen wir nur sogar eine Toilette? Ja, okay, Leute, was sagt ihr jetzt? Jetzt seht ihr mal, wie stark ich sein kann. Okay, schaffen wir schon 3 Toiletten? Nee. Okay, wir schaffen 2, Leute. 2 Toiletten und 5 Endnot. Bam. Oh yeah. Zumindest müssen wir das jetzt ein paar Mal machen, Leute. Wir nehmen 6 Federn, paar Hühner und 3 Toiletten. Okay, wir nehmen doch nur 2 und... Oh, Leute. Alter, das ist ja mal mega schwer. Aber er zieht es. Los, kleiner Vitamine. Los, 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 los. Und komm, 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 komm. Und ja, let's
go. Ich würde sagen, wir knallen uns mal einen Booster rein. Zumindest mal 2 Energy, mal 2 Workout Speed und ein Energy Pack. Keine Ahnung. Ah, wir kriegen 10.000 Energy. Und ich habe mir mal die mal 10 Trainingsgeschwindigkeit gekauft. Und jetzt kaufen wir uns das mal 2 Lauftempo, Leute. Ich bin mal gespannt. So, let's go. Ich denke, wenn wir jetzt trainieren sollten, bam, schaut euch mal an, wie schnell wir trainieren. Und Alter, achtet mal auf meinen Körper. Jo, Leute, guckt mal, wie ich wachsen werde gerade. Ha, wie sieht das denn aus? Okay, ich würde sagen, Freunde, wir probieren mal eine Sache. Ich werde alle Sachen nehmen und komm, komm, komm. Ja, easy, Leute. Alter, das geht ja jetzt richtig einfach. Wir haben 6 Toiletten. Und wir haben von allen eigentlich 6 und können das schon easy schleppen. Okay, kommt, 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 kommt. Alles mit rübernehmen und bam. Übrigens sind wir jetzt noch ein Weak Noob. Und ich bin mal gespannt, können wir das hier schon wegschieben und... Alter, easy, Mann. Komm, ey, das ist ja wie ein Karussell. Okay, du bleibst jetzt hier stehen und wir kommen in die nächste Welt. Ich probiere mal gleich 3 Medizinbälle und ja, das klappt noch. 3 Medizinbälle und... Was sind das? Oh mein Gott, Kettleball. Okay, wir machen mal ein paar Kettleballs weg. 3 und 3. Das, ja, funktioniert noch ganz gut. Und warte mal. Hier können wir sogar, oh mein Gott, zack. Hier können wir sogar noch einen Koffer packen. So, Koffer. Was haben wir noch? Wie gesagt, die Dinger hier, 6 Stück. Okay. Naja, ihr seht's, na, 4 reichen auch. Mehr habe ich nicht, Leute. Und hey, was soll denn das jetzt? Wow, Alter, was ist das für ein Brummkreisel, Leute? Alter, das ist mein Hammer, guck mal. Okay, ich würde sagen, wir probieren aber mal die dicke Hantel hier hinten. Oh mein Gott, 2 große Hanteln schaffen wir. 3 schaffen wir auch noch. Oh mein Gott, was? Und guckt euch mal an, wie viel Energy wir dadurch bekommen. Wie sieht's aus mit 3... Okay, doch nur ein Reifen. Okay, die Reifen haben wir wohl doch nicht bekommen und geschafft. Aber ich würde sagen, Freunde, wir trainieren mal wieder. Und guckt euch das mal an. Alter! Schaut euch mal meine Muskeln an, wie sie wachsen, Leute. Yeah! Kommt, 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 kommt. Wir sind jetzt ein starker Noob. Oh yeah! Okay, wir haben zack die große Energy. Okay, Alter, schaffen wir? Okay, 4 Reifen. Alter, sogar übereinander. So, let's go. Schaffen wir sogar 6? Okay, 6 ist das Max. Ich fliege. Naja, 6 ist noch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber 4 schaffen wir easy, Leute. Okay, eigentlich schaffen wir sogar 5, aber übereinander ist ein bisschen schwierig, weil wir dann fliegen. Deswegen ziehen wir die mal weg. Und jetzt schaffen wir sogar 6 Stück. Warte mal. Ja, okay, wir schaffen... Doch. Hey, wir schaffen 6 Dinger. Schaffen wir sogar das Ding hier wegzuziehen? Warte mal, schaffen wir den Proteinriegel wegzuziehen und... Alter, voll easy, Mann! Okay, warte mal. Ich nehme jetzt mal so Medizinbälle, Gewichte und hier so die Reifen und... Alter, ich nehme mir alles mit vom Server! Okay, Leute, das nur mit einer Stärke von 177. Was sagt ihr? Bin ich stark? Aber ich würde sagen, wir kümmern uns mal um neue Haustiere. Und die neuen Haustiere sollte es zumindest hier geben. Hier kostet 2.500. Und so wie ihr mich kennt, öffne ich gleich gefühlt 100. Ja, damit wir genügend Haustiere haben. Also... Wisst ihr doch, oder nicht? Okay, Freunde, ich habe mal ein bisschen Pommes gemacht. Und ein bisschen Soda habe ich auch gesammelt. Und das kombiniere ich mal. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal Cell. Oh, oh Mann, ich habe es verkauft. Nein! Okay, probieren wir es mal im nächsten Versuch, Leute. Zumindest habe ich jetzt ganz viele Pommes gemacht. Und ganz viel Soda. Lecker. Und diesmal equippe ich die Leute. Das mache ich nicht nochmal, Alter. Und dann verkaufen wir mal alles. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir mal Sushi. So, Sushi und, oh mein Gott, hier so, die ganzen Becher werden wir mal mit rüberziehen. Und yeah, okay, wir schaffen es halt echt doch ganz einfach. Also diese Soda-Becher schaffen wir. Sushi, naja, da stehen wir wieder in der Luft. Aber Leute, ihr seht, es ist bis jetzt kein Problem für uns, hier alles mit nach drüben zu ziehen. Und ich probiere mal, wie viel Soda können wir oder Sushi können wir ziehen. Und ja, 3 Stück noch echt einfach. Wir haben übrigens 55.000 Energy. Das bedeutet, wir müssten uns eigentlich für Müde ein bisschen upgraden. Und hauruck, hauruck. Yeah, guckt euch mal an, wie schnell wir wieder steigen und größer werden, Leute. So, jetzt sind wir übrigens ein Mega-Noob. Und was macht ein Mega-Noob? Na klar, der zieht einfach mal 5 Sushi-Stücke mit einmal. Boom!
Die Frage ist, können wir eigentlich können wir den Kühlschrank schon wegziehen und... Was? Echt? Alter! Das geht einfacher als gedacht, Leute. Okay, wie wär's mit ein paar Pommes? Viermal Pommes mit Mayo und Ketchup. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Aber Leute, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, denn wir hatten noch nicht einen Kuchen. So einen Kuchen. 3 Stück. Und Alter, ich fliege immer hoch, weil ich viel zu klein noch dafür bin. Und bam, bam, bam. 85.000 Energy schon wieder gesammelt. Und was ist das? Oh mein Gott, ein Truthahn. Schaffen wir 2 Truthähne? Nee. Okay, wir schaffen tatsächlich nur einen Truthahn. Aber bam. Wir hätten das mal geschafft. Und Leute, die Pets sind halt echt mega nice. So, ich würde sagen, wir nehmen hier genau wieder Pommes mit. Dann nehmen wir hier so ein bisschen Sushi mit. Und okay, 4 Pommes und 3 mal Sushi. Schaffen wir es? Na klar, schaffen wir es. Ich würde sagen, wir gehen mal in die nächste Welt. Und schauen mal direkt, ob wir hier so einen komischen... Nee, schaffen wir nicht. Okay, Leute, alles, was hier ist, schaffen wir noch nicht. Ein Airhockey? Okay, ein Airhockey schaffen wir gerade mal so. Ich meine, das hier ist die Spielzeugabteilung, die Arcade-Abteilung. Bam! 15.000 Energy gibt es uns aber. Und hier haben wir so einen Fußballtisch, so einen Table-Fußball. Also so ein Tischkicker. Und mal gucken, schaffen wir schon 2 davon? Ja, 2 mal so ein Tischkicker. Easy. Okay, easy würde ich das jetzt mal nicht nennen. Aber wir haben es geschafft, Leute. Und hey, was sehe ich denn hier? Ein Pet Shop. Oha, wie geil. Und natürlich wird hier gleich wieder so viel draus gekauft, damit wir das gleich verbinden können. Und kombinieren. Yeah. Damit müssen wir das equippen. Und hier, zack, die Kugel. Und den Rest kaufen wir einfach, Leute. Den brauchen wir nicht. So, dann würde ich sagen, trainieren wir mal noch für die letzten 34.000 Energy. So, dann haben wir eine krasse, zack, hier von 385. Okay, 3 Tischkicker schaffen wir noch. Und aha, guckt euch mal den neben mir an. Der probiert alles. Der hat aber auch 4 Tischkicker und natürlich hier noch die Airhockey. Also, der neben mir ist echt stark, Leute. Und ich werde dir zeigen, wer hier der Stärkere von uns beiden ist. Naja, gut, eigentlich nicht ich bis jetzt. Aber egal, ich würde sagen, wir ziehen weiter. Ich meine, guckt euch das, Mann. 120.000 Energy. Wie wäre es, wenn wir mal kurz, zack, ein bisschen wieder trainieren? So, wir müssen uns ein bisschen stärken, Leute. Und jetzt haben wir mal eine Stärke von fast 600. Schaffen wir, oh mein Gott, 4, nee, das sind 3 Tischkicker. Easy, einfach mal rübergezogen. Okay, 3 Tischkicker und 3 Airhockey. Schaffen wir sogar noch einen Billardtisch dazu und... Alter, was? Einen Billardtisch, 3-mal Airhockey und 3-mal Tischkicker und boom. Das war's? Okay, schaffen wir sogar 2-mal... Oh mein Gott, wir schaffen sogar 2-mal einen Billardtisch. Wie sieht's hier aus mit dieser Zockerkonsole? Schaffen wir davon eine? Und, oh mein Gott, wir schaffen wirklich eine einzige Zockerkanone. Zockerkanone? Zockerkonsole, meinte ich. Hier können wir übrigens auch diese Mine hier grabben, aber keine Ahnung, ob das uns überhaupt was bringt. Wie wäre es hier mit dem großen Teil, Leute? Und? Okay, gibst du keine Chance. Okay, wie wäre es mit einem Basketballtisch? Und nee, okay, keine Chance, noch nicht zumindestens. Ich würde sagen, wir machen mal wieder ein bisschen mehr Krafttraining, damit wir wieder ein bisschen schneller werden. So, und stärker natürlich. Wir sind jetzt bei 800. Wie sieht's jetzt aus? Können wir... Oh mein Gott, Alter. Okay, Leute, unmöglich. Ja, wir probieren es erstmal mit einem Basketballtisch. Ich glaube, das sollte reichen. Und ja, ein Basketballtisch ist kein Problem. Wie wäre es hier mit den Racing-Dingern? Oh, Leute, wir dürfen uns natürlich nicht zu überanstrengen. So stark sind wir nun auch noch nicht. Auch wenn ich es gerne sein würde. Aber hier, guck mal, die kleinen Sachen, Leute, sind absolut kein Problem. Alles 3-mal jeweils. Bam, 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 bam. Das gibt richtig mega gut Geld, Leute. Naja, gut, was heißt Geld? Eigentlich ist es ja mehr Energy. Aber ich bin ein Energy-Zieher. Und könnt ihr euch noch dran erinnern, wie klein ich am Anfang war? Ha, jetzt bin ich nämlich schon viel größer und werde auch weiterhin extrem doll und schnell wachsen. Yeah! Okay, wir haben jetzt eine Stärke von 1.000, Leute. Das bedeutet, wir probieren hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen eine Herausforderung. Wie wäre es mit... Oh mein Gott, wir haben jetzt wirklich alles 3-mal. Alter!
Okay, schaffen wir sogar dreimal einen Basketballkorb und... Oh mein Gott. Was? Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir aber alles dreimal nicht schaffen. Vor allem, oh mein Gott, guckt euch das mal. Da hapert es langsam an den Muskeln. So stark bin ich doch noch nicht. Schaffe ich diese große Maschine hier, Leute? Und... Nee. Oh, doch. Oh mein Gott. Ja, wir haben uns den Weg freigeschoben. Aber ich würde sagen, wir werden nochmal ganz kurz hier alles probieren. Los, Leute. Schaffen wir... Oh mein Gott, warte mal. Oh mein Gott, Alter. Wir haben jetzt so nur noch die stärksten Dinge. Es ist fast nicht möglich. Ich würde sagen, ein Basketballkorb weniger. Ah, wir kämpfen uns dahin. Aber wir werden es schaffen. Okay. 1 Million haben wir. Und ich würde sagen, wir öffnen mal hier 2 Pets. Komm, einfach nur... Oh mein Gott. Einfach, weil wir es können. Und mega viel haben. So, oh mein Gott. Okay. Alter, die sind echt stark, Leute. Guckt euch mal diese... Keine Ahnung, Haustiere an? Ich würde sagen, boah, schaffen wir 3 Karotten? Alter, ich liebe Karotten. Eigentlich sind wir genau hier richtig. Und na klar schaffen wir 3 Karotten. Ich meine, das gibt eben ein bisschen Energy. Kommt, meine lieben Karotten, los! Und eine Tomate schaffen wir auch, aber nur 1. Aber Leute, ich will größer werden und stärker. Alter, irgendwann bin ich doch sicherlich zu groß für das ganze Game, oder? Also jetzt mal im Ernst, Leute. Okay, 3 Karotten und... 3 Tomaten? Oh mein Gott, es funktioniert sogar wirklich. Ha, auch wenn nur extrem langsam. Aber wir können es tatsächlich schaffen. Oh mein Gott, wie viele Punkte gibt es das? Und bam, 365.000, Leute. Aber ich würde sagen, noch ein bisschen trainieren. Ich meine, dann ist das gleiche gar kein Problem mehr. Und übrigens bin ich vom Server schon der Stärkste. Keiner ist stärker als wir. Oh, Leute, die Vitaminami ist mega stark. Und ich würde sagen, Freunde, die Vitaminami zeigt jetzt, wie stark sie ist. Schafft die Vitaminami 2000 Likes? Wenn ja, dann werde ich Robux verlosen aus meiner Vitamine-Fangruppe. Und wenn du noch nicht in meiner Vitamine-Fangruppe bist... Dann komm schnell hinein, denn dort verlose ich regelmäßig Robux. Und dann könnt ihr ohne Geld auszugeben Robux haben. Und ich würde sagen, Leute, es geht weiter. Grab die Karotten und die Tomaten. Let's go und bam. Oh yeah, let's go. So, 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 Freunde. Es sieht doch echt mega, mega gut aus. Ich meine, wir haben eine extrem starke und gute Stärke schon gesammelt. Wie können wir eigentlich schon das Tor nehmen? Ja, ich glaube noch nicht. Und, okay, Alter. Oh? Warte mal. Wow! Okay, keine Chance, Leute. Aber Leute, wie wäre es, wenn wir einfach uns dafür ein bisschen upgraden? Ich meine, das ist das Einzige, was uns noch stärker macht. Wir haben nämlich jetzt schon eine Stärke von 2100, Leute. Oh Mann, Freunde. So stark will ich für immer bleiben. Wow! Vor allen Dingen, ich bin auch mega riesig schon. Und guckt euch das mal an. Die 3 Tomaten und 3 Karotten waren am Anfang echt noch ein Problem. Und jetzt ziehe ich das easy. Kann ich eigentlich das auch reinwerfen? Und komm, wir drehen es und... Oh mein Gott, und schaut euch das mal an. Schaffen wir sogar einen riesigen Traktor schon? Wow. Schaffen wir auch 2 riesige Traktoren? Wow. Schaffen wir auch 2 riesige Traktoren und Heuballen? Wow. Leute, das soll's doch mal beweisen, dass ich hier mega stark schon bin. Oh mein Gott, Alter. Hinter mir ist eine Gemüsefarm. Wer will was haben? Yum, yum, yum. Und ich glaube, jetzt sollte auf jeden Fall die Tür easy wegreißen. Okay, ich reiß die doch noch nicht weg. Und? Hä? Yo! Hallo? Tür? Wow! Okay, Freunde, ich sollte die als Sprungschanze nehmen. Dann wäre ich schon längst drüben gewesen. Juhu! Kann ich hier wirklich... Ha! Leute, wie sieht das denn aus? Ich kann hier einfach hochspringen. Yeah! Bam! Wie cool ist das denn? Hä? Voll der Bug, Leute. Aber irgendwie lustig. Hier ist übrigens noch ein pinker Traktor. Oh Mann, der sieht cool aus. Aber wir sind hier nicht, um Spaß zu haben, denn wir sind hier, um uns zu verbessern, Leute. Ich meine, wir haben gleich die 3000er-Marke geknackt. Oh mein Gott, jetzt bin ich echt schon gespannt, Leute. Und 3000. Ich würde sagen, Leute, wir grabben nochmal alles. Freunde, 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 was hättet ihr gedacht? Denkt ihr auch, wir werden so stark? Hattet ihr es mal gedacht? Oh mein Gott, Freunde, ihr müsst es
auch unbedingt selber mal spielen und schreibt in die Kommentare, wie stark ihr wo geworden seid. Und okay, warte mal, hier ist auf dem Server noch jemand, der stärker als ich ist. Diejenige oder derjenige hat 3600 Stärke. Ich würde sagen, die gehen wir gleich mal besuchen. Und hey, da ist ja derjenige sogar. Ha, schau mal, wie stark ich bin. Na, ich glaube, ha, damit hast du wohl nicht gerechnet, dass hier noch so ein starker Protz ist. Okay, Leute, sieht echt alles mega krass aus. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in die nächste Welt und haben wir hier, oh, einen Pet Shop. Okay, hier kaufen wir uns mal wieder ein Pet, würde ich sagen. So, wir haben jetzt drei Pets uns gekauft und ich denke, oh ja, die sind natürlich viel, viel stärker. Den Rest verkaufe ich wieder, Leute. Den brauche ich nicht. Verkaufen. So, was ist das hier? Obelix. Und okay, mit dem Obelix haben wir schon so ein bisschen zu kämpfen, habe ich das Gefühl. Wie wäre es mit einem Schwert und einem Schild? Okay, Leute, es wird wieder schwer. Ich glaube, ihr merkt es. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay, werden wir uns mal wieder ein bisschen trainieren. Denn einfacher wird es natürlich nicht. Es wird jedes Stage ein bisschen schwieriger. Aber ich möchte natürlich dafür der Stärkste der Welt werden. Und oh nein, ich habe echt zu kämpfen, sogar sehr, sehr doll. Und guckt euch mal ihn neben mir an, der macht sogar die Teile hier schon. Okay, warte mal, wir probieren auch mal drei Stück. Nee, es klappt noch nicht. Er ist einfach noch stärker, um 200 sogar noch stärker. Aber ich würde sagen, das ändern wir. Komm, Leute, wir werden uns wieder weiter trainieren. Und wir haben ihn eingeholt. Aber nicht nur einholen, sondern auch stärker werden. Die 4000er Stufe ist erreicht. Und mal sehen, was wir jetzt schon hier alles schleppen können. Alles okay, fast dreimal. Und ja, es klappt soweit. Aber wir brauchen mehr Punkte, deshalb ja, schleppen wir mal wieder alles. Sogar einen kleinen Schwert, Mann. Das merke ich jetzt gerade. Was haben wir eigentlich danach? Ich guck mal, was ist das hier? Hier haben wir ein Pikeman. Okay, so wahrscheinlich so ein Wache. Das ist einfach die Wache von der Burg. Und, oh nein, hier ist eine Hydra. Oh, nee. Okay, warte mal. Übrigens, hier haben wir sogar Workout mal 2. Aha, Leute, ich würde sagen, das nutzen wir doch mal direkt aus, um hier wieder alles rauszuballern. So, okay, das hätten wir dann mal. Dann würde ich sagen, wie ist eine Hydra und ein Pikeman? Und übrigens bin ich ein Beefcake. Ich bin ein starker Kuchen, yeah. Okay, besser als gedacht. Ich würde sagen, wir probieren mal ein paar Dinge. Okay, Alter, es klappt halt wirklich, ne? Ey, hättet ihr das gedacht, dass das so easy klappt? Übrigens bin ich jetzt schon ein Big Bear. So nennt mich das Spiel zumindest. Und ein Big Bear schafft natürlich die ganzen Dinge hier easy zu schieben. Schafft ein Big Bear auch die Tür? Ja, bam! Oh mein Gott, Leute! Aber natürlich, ein Big Bear muss noch ein bisschen mehr trainieren, weil ich glaube, so einfach wird das hier nicht weiterzukommen. Zumindest möchte ich dreimal die Hydra schaffen und... Okay, nur zweimal. Und ich glaube, mehr können wir auch nicht ziehen. Aber ja, es klappt, Alter. Es gibt auch vor allen Dingen 1 Million Energy. Das ist halt echt gut und wir sehen schon echt stark aus. Immer schön fleißig weiter trainieren. Freunde, ihr müsst mir unbedingt helfen. Also lasst alle einen Daumen nach oben da. Und die Hydras werden auch immer einfacher. Ich meine, klar, wir tun noch ein bisschen uns anstrengen dabei. Aber ihr merkt es. Ich glaube, Stück für Stück geht es immer besser. Hier so die Pikemans. Dann nehmen wir noch ein paar Swordmans mit. So, alles bitte mal hier mit rein. Und ich probiere euch alle mal mit rüber zu ziehen. Und... Oh, ja! Okay, ich glaube, es ist sogar einfacher, wenn wir die ganze Zeit nur das kleine Zeug nehmen. Dann sind wir halt viel schneller und können viel, viel mehr mitnehmen. Und ich muss sagen, es funktioniert doch echt gut. Okay, Freunde, ich habe mir jetzt natürlich noch mal ein bisschen was nachgekauft. Ich habe mir jetzt sogar mehr VIP gekauft. Wir können jetzt übrigens auch mehrere Haustiere equippen. Ich glaube, wir dürfen jetzt 3 Stück equippen, ganz genau. Und das habe ich natürlich gemacht, damit wir stärker werden. Übrigens sind wir jetzt ein Star. Starker Bär, so wie es hier über uns steht. Und, oh Mann, 2 Hydras und 3 Pikemans sind
echt anstrengend, aber kein Problem für uns. Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt echt mal ein bisschen weiter trainieren. Und oh, Alter, wie schnell das ging. Oh mein Gott, Leute. Jetzt werden, naja, ihr seht, die Hydras sind natürlich immer noch mega, mega langsam schwierig. Mega, mega langsam schwierig? Was erzähle ich da schon wieder? Ich schau mal, was es hier drüben für ein Pet gibt. So, ich würde sagen, wir kaufen uns mal 3 Pets hier drüben und okay, wir haben hier sogar ein gutes Pet bekommen. Ich würde sagen, zack, equippen und bringt das uns eigentlich was? Also, gibt es jetzt mehr Punkte oder bringt es bei Ziehen was? Wow, okay. Die Hydra geht jetzt ein bisschen einfacher. Und es bringt uns natürlich was hier. Wir müssen bekommen mehr Energy, die wir natürlich brauchen, um uns weiterhin zu verbessern. Und ich meine, schaut euch das mal an. Wir haben jetzt easy schon wieder 10 Millionen Energy gesammelt. Das geht halt echt mega schnell. Was ist das eigentlich hier? Wir können hier, oh mein Gott, so ein Roboter. Oh mein Gott, wir ziehen einfach einen Roboter. Wie sieht das denn aus? Aber okay, der geht zumindest. Hier ist sogar Workout mal 4. Ich würde sagen, das nutzen wir direkt mal aus. So, wir sind absolute Unit. Naja, der Roboter und so, die sind trotzdem schwer. Übrigens habe ich mir das gekauft, dass es jetzt absolut alleine geht. Ich brauche mich hier gar nicht mehr kümmern. Alles wird von alleine gemacht. Ich brauche einfach nur hier stehen und es levelt und powert mich von alleine. Finde ich super, Leute. Okay, nun sind wir bei 9400. Ich würde sagen, wir packen auf jeden Fall alles mal rauf. Alles, was es hier gibt, werden wir mal raufpacken. So, die Obelix. Dann hatten wir noch, genau, die. Oh mein Gott, wir haben jetzt wirklich von allem alles. Und wir sind ein Usoribben. Cooler Name, Mann. Okay, nichts hier ist mehr ein Problem für uns. Wir schaffen, das ganze Level zu ziehen. Und das relativ easy, will ich mal sagen. Oder ich würde es einfach mal behaupten. Ja, das passt auch, Leute. Okay. Ich würde sagen, wir werden noch einmal alles ziehen. So, einmal noch alles reinpacken. Zack, zack, zack. Ja, okay, wir haben hier beim Swordman was vergessen, aber ist auch nicht schlimm. So, wir packen das, zack, alles hier rüber. Und ich würde sagen, okay, so ein Watchbot, kein Problem. Probieren wir mal 2 oder 3 Watchbots. Wie sieht's da aus? Okay, 2 Watchbots. Ja, ist schon ein bisschen schwieriger. Wie sieht's denn aus mit 2 Watchbots und 1 Diverbot? Okay, sieht auf jeden Fall schon sehr anstrengend aus. Können wir denn hier so einen Planterbot nehmen? Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein Bot mit einer Pflanze. Hier, das ist übrigens die nächste Welt. Naja, oh mein Gott, warte mal. Wir können schon freiziehen? Ich kann nicht mal hier alles ziehen und kann das schon freiziehen? Naja, egal. Was ist das hier überhaupt? Ein Krabben, ein Spinnenbot. Okay, ziehen können wir ihn zumindest. 1,3 Millionen, aber halt übel langsam dauert es. Und ein Repair-Bot. 2 Repair-Bots kann man gerade noch so ziehen. Dann wird es aber auch schon echt schwierig. Und ich würde sagen, wir lassen uns mal wieder upgraden. Soweit wir können. Zack, 10.000 hätten wir ja mal locker geschafft. Okay, und wir schaffen, ja, fast 11.000. So, Spider-Bots, schaffen wir davon 2? Können wir das vielleicht machen? 2 Spider-Bots, kommt schon, Leute, kommt! Und ja, 2 Spider-Bots sollten machbar sein. Übrigens kann ich jetzt hier schon Rebirth benutzen. Aber nö, ich will eigentlich noch die letzte Stage sehen. Das ist der Bereich Disco und das ist die letzte Welt, so wie ich es verstanden habe. Oder Exit? Nee, die letzte Welt ist es anscheinend doch nicht. Aber ich glaube, jetzt wird es natürlich immer schwieriger. Und hier ist sogar Workout mal 6. Weil, Freunde, es wird schwieriger. Wir können zwar diese Disco-Farben-Platten hier benutzen, aber wir bräuchten jetzt das Rebirth, um natürlich noch besser zu werden. Eine Disco-Kugel? Ja, 2 Disco-Kugeln, wenn die sich rollen. Kein Problem. Nehmen wir easy mit, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch, was haben wir hier? Ein Barhocker, 3 Barhocker. Nee. Absolut nicht machbar. 2 Barhocker. Auch einfach zu viel. Einfach zu viel des Guten. Aber ich würde sagen, dabei belassen wir es auch, weil wir haben jetzt echt schon mega viel gezogen hier. Ja, okay, die Lautsprecher, die schaffen wir noch, aber sonst wird es absolut gar nichts, Freunde. Aber ich muss sagen, wir sind extrem riesig geworden. Und mega stark. Aber mir fehlt immer noch die Hand. Keine Ahnung warum. Aber ich würde sagen, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coolen Videos sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Schaut gerne noch bei meinem Merch vorbei. Dort kriegt ihr noch, wenn ihr euch was bestellt,
eine kostenlose Autogrammkarte dazu. Und der Weihnachtsmann kann es noch rechtzeitig vorbeibringen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Kuhvideo. Bis dahin. Tschüss.